Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und vorher jetzt einige sagen: Hey, Vanjo, wirst du jetzt auch schwul? Nein, sonst hätte ich doch letzte Nacht nicht deine Schwester ge. Wie behindert das war. Ich poste nur oft auf Snapchat, wenn ich neue Schuhe habe. Dann fragen die Leute, die halt mir auf Snapchat mal folgen: Yo, wo hast du die denn her? Kannst du mal deine Schuhe zeigen? Und so weiter. Ich werde euch heute nicht alle meine Schuhe zeigen können. Ich zeige euch heute einige Schuhe. Und am Ende des Videos gibt es sogar noch ein Gewinnspiel für euch, wo ihr wirklich nicht viel tun müsst. Aber schaut einfach bis zum Ende des Videos und dann macht auf jeden Fall mit beim Gewinnspiel. Und ich möchte schon mal vorher sagen: Dreht einfach bitte nicht so durch. Ich sehe ja bei den Schuhvideos, wenn das Leute machen, dass Leute mal mega durchdrehen. Ich bin Evanjo, ich mache Videos, auf die ich immer Lust habe. Mal kommt das, mal kommt das. Jetzt habe ich mal Lust, so ein Schuhvideo zu machen, weil einige Shops haben mir Schuhe zugeschickt. Und ich sage nicht, kauft da jetzt ein wie andere Leute. Ich sage einfach, guckt euch gerne mal rum. Ihr müsst nicht unbedingt einkaufen, weil es kann ja passieren, dass ihr irgendwie Zoll zahlen müsst, dass irgendwie falsch ankommt, sonst was. Also seid auf jeden Fall vorsichtig. Ich bin nur den Shop sehr dankbar. Will euch aber nicht sagen, so, yo, kauft jetzt auf jeden Fall da ein. Nee, es kann natürlich mal Probleme geben. Ich habe mir zum Beispiel Schuhe zuschicken lassen, musste Zoll zahlen. Sie waren in der falschen Größe sogar. Und das war einfach nur scheiße, wisst ihr? Deswegen passt immer auf. Ich zeige euch zwar drei Seiten, wo die Schuhe bei mir ankamen. Aber trotzdem, wie erwähnt, passt einfach auf jeden Fall auf. Außerdem so Fake, Replika oder frisch von der Fabrik ist mir eigentlich egal. Auf der Webseite steht zwar, sie sind frisch aus der Fabrik. Also sprich, sie werden direkt von der Fabrik zu dir gesendet. Aber es ist mir auch scheißegal, wenn jetzt einige Leute sagen, ey, das sind Fakes, das sind Replikas. Es ist mir egal, solange der Fake nicht mega scheiße aussieht, sondern eigentlich gut ist, kann man ihn tragen. Deswegen ist mir egal, ob Fake oder nicht. Aber ich finde, ich will keine 1000 Euro für Schuhe ausgeben. Ich habe keine 1000 Euro für Schuhe. Ich mag Schuhe, ich habe viele Schuhe. Aber ich zahle niemals mehr als 200 Euro für einen Schuh. Den ersten Schuh, den ich heute euch zeigen möchte, ist der Jordan 1. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Schuh. Ich finde, dieses Rot-Weiß, das gefällt mir mega. Wurde mir zugeschickt von Kicks Old. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich wollte den Schuh sehr, sehr gern haben, weil ich habe einen übelsten Fehleinkauf vor ungefähr einem Jahr gemacht. Das seht ihr am Ende des Videos. Hat auch was mit dem Gewinnspiel noch. Ach, seht ihr einfach am Ende. Schaut einfach das Video bis zum Schluss. Dann wurde mir zugeschickt die Yeezys V2. Aber nicht diese mit dem orangen Strich hier, sondern mit diesem weißen Strich. Also ich finde, das ist ein wirklich cooler Schuh. Ich finde, der ist übelst bequem. Also der 350er war ultra bequem. Aber der hier toppt das einfach nochmal. Wurde mir von Face Go zugeschickt. Auch wirklich sehr cool gewesen von denen. Ich kann euch immer nur wieder sagen, die Schuhe kamen zwar bei mir an. Ich will halt immer, dass ihr sicher geht. Ich will nicht, dass ihr da irgendwie eine Scheiße kauft und sagt, ey, Vanjo, du hast mir das empfohlen. Ich sag einfach nur, die kamen bei mir an. Aber es kann immer was passieren. Also seid auf jeden Fall immer vorsichtig. Trotzdem, mega cooler Schuh, gefällt mir ultra. Und der letzte Schuh, den ich euch zeigen möchte, ist der Yeezy 750 Light Grey Gum. Heißt, glaube ich, der Schuh. Aber doch, eigentlich sollte er schon so heißen. Und der 750er ist halt für den Winter mega cool. Ich finde, er ist bequem, aber man kann ihn nicht vergleichen mit einem 350er. Das ist halt ein komplett krasser Unterschied. Ein 350er ist ultra bequem, der ist standard bequem, sag ich mal. Aber sieht cool aus, gefällt mir einfach und der wurde mir von Shoegate dazu geschickt. Und jetzt kommt das Besondere an der Seite. Also die Shoegate hat mir diesen Schuh zwar zugeschickt, aber es soll auch ein Gewinnspiel von denen geben. Und zwar der Gewinner kann auf die Seite von Shoegate einfach gehen und sich einen Yeezy aussuchen. Ich zeige jetzt nur den 750er hier gerade, weil der wurde mir von denen geschickt. Deswegen kann ich nur sagen, so ist die Qualität von dem Schuh. Ich bin sehr zufrieden mit dem Schuh. Ich mag ihn sehr. Außerdem leuchtet die Sohle im dunklen Grün. Das ist irgendwie ein bisschen cool, finde ich. Aber das kann auch nicht jedem gefallen. Ich zeige euch mal einen kleinen Test, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, kann man sehen. Ich hoffe, die Qualität ist okay. Also leuchtet einfach. Also irgendwie ist das mega cool, finde ich. Wie auch immer, der Gewinner des Gewinnspiels kann einfach auf die Seite gehen, sich einen Yeezy aussuchen. Jetzt ein 750er, wegen dem Winter zum Beispiel. Oder ein 350er oder ein V2 Yeezy. Wie ihr mitmachen könnt, ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie auf Facebook bei mir liken oder auf Snapchat mir folgen oder auf Instagram mir folgen. Obwohl, auf Instagram könnt ihr gerne mal folgen. Und ihr müsst auch nicht kommentieren und liken, was ihr natürlich aber gerne tun könnt. Ihr solltet Abonnent von mir sein, also sprich, den Kanal abonnieren, weil ich kann dann sehen, wer mich alles abonniert hat. Also zufällig kann ich mir dann einfach einen aussuchen, was wirklich leicht gemacht ist für den YouTuber. Außerdem könnt ihr, wenn ihr neben dem Abonnieren steht, immer so eine kleine Glocke. Ist ja wirklich cool, wenn ihr auf die Glocke drauf drückt. Dann steht da so, möchtest du immer Mitteilung behalten, wenn dieser YouTuber ein neues Video hochlädt. Dann drückt ihr einfach auf okay. Dann kriegt ihr halt immer eine Nachricht auf dieser kleinen Glocke da, dass Evanjo ein neues Video hochgeladen hat. Das ist mir halt mega wichtig, dass mein Abonnent meine Videos sehen, weil das motiviert mich. Also es ist wirklich simpel. In 2 Wochen löst sich das Gewinnspiel auf. Und falls ihr in 2 Wochen in euer Postfach guckt und da ist eine Nachricht von mir, also von Evanjo, dann wisst ihr, okay, ihr habt gewonnen. Dann könnt ihr euch einen Schuh aussuchen. Und ich finde das eigentlich mega cool. Außerdem dachte ich mir so, okay, das ist jetzt schon ziemlich nice, aber ich muss noch irgendwas ein bisschen was mehr drauflegen. So ein kleiner Trostpreis. Und damals habe ich mir diese Schuhe hier besorgt. Und das sind auch Jordan 1s in der Low-Variante. Allerdings seht ihr hier dieses Nike-Zeichen? Mir kommt vor, dass ich mir da damals übelste Fake vor einem Jahr gekauft habe. Ich habe irgendwo bei Amazon mir die einfach bestellt und dachte so, ja, ist doch fresh und ich glaube, es sind dicke Fakes. Ich weiß nicht, vielleicht will ja irgendjemand haben. Deswegen denke ich mir, komm, ist ein Trostpreis. Deswegen in 2 Wochen werden auch die einfach dann an jemanden verschickt, der sie einfach haben möchte. Also ich suche mir einen aus, schreibe ihn an, wenn er sagt, yo, ist okay, schick die, dann kriegt er halt auch die. Und ja, macht auf jeden Fall gerne mit, Leute. Ich möchte euch einfach nur was zurückgeben, weil ich habe dank euch diese Schuhe überhaupt bekommen. Und ich bin ein sehr großer Schuhfan. Also ihr gebt mir so viel
Na, nein, das kann ich jetzt nicht bringen. Das ist irgendwie ein bisschen schwul. Also ihr wisst, was ich meine. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Also macht drüber gerne beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt hier abonnieren jetzt, wenn ihr wollt. Und ihr könnt hier das letzte Video anschauen. Und das war's jetzt in dem Video, Leute. Schaut doch gerne in den Seiten vorbei. Aber nicht immer direkt bestellen, sondern erstmal vielleicht drüber nachdenken. Das war's in dem Video, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.